Today we free you of this evil! Think so. You shall not destroy my precious vessel. Olga? At last, my plan is realized. True God, the embodiment of the wheel of life, the spinner of all mantra. There's a reason why you must continue to climb, isn't there? You! Trials. Impossible. Our battle just now. Everything is as I have intended it. Now give me your hand, Redeemer Asura. Receive the mantra's power, and with it, create a new world order.
Okay. Ich denke mal, jetzt geben wir ihm die Hand. Hier. Die da. Das ist nämlich eine gute Hand. Aber er reicht uns nur den kleinen Finger. Finde ich nicht gut. Gut, oder zumindest den Zeigefinger. Das ist ja schon mal was. Und jetzt kloppen wir uns schon mit dem nächsten hier. Wow. Zack. Wow. Was willst du, Sack, eigentlich von uns hier? Die goldene Spinne von... Wow. Ganz am Anfang ist also der Drahtzieher hinter allem. Hat die Goma erschaffen. Hat unseren Vorfahren das Mantra gegeben. Ist damit natürlich auch verantwortlich für alles, was Deus und die sieben Gottheiten so gemacht haben. Denn ohne Mantra hätten sie das gar nicht machen können. Chakravartin. Der wahre Feind offenbart sich. Und alles soll nur Prüfungen gewesen sein. Aua. Oh, jetzt aber hier aufs Maul. Ich glaube, ich bin ja weg. Ich bin hier wieder weg. Strategie? Meine Strategie ist volles Brett aufs Maul. Finde da lustig, siehst du? Ha, da wollte er mich austricksen, indem der letzte einfach mal auf ein ganz anderes geht. Aber ich habe schon sowas erwartet. Oh oh. Bumm! Aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Der vierte Teil hat ja gerade erst begonnen. Wir sind jetzt übrigens im... das Finale dieses Spiels ist wohl komplett DLC. Also der vierte Teil hier, der war im eigentlichen Hauptspiel überhaupt nicht mit enthalten. Den musste man separat kaufen und herunterladen. Boah. Ich vermute mal, die haben ursprünglich darauf gebaut, dass das Spiel erfolgreich genug ist, dass sie einen zweiten Teil machen können. Und haben dann aber den Rest der Geschichte als DLC nachgeliefert, als klar wurde, dass das mit dem zweiten Teil wohl nichts werden würde. Ist zumindest meine Theorie. Klingt auf jeden Fall mal ganz gut, auch wenn es vielleicht nicht stimmt. Ich möchte Capcom da nämlich nicht unterstellen. Von wegen geldgierig oder so. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Zumindest in der Hinsicht hier. Da ist er wieder. Mantra Asura. Ich glaube aber nicht, dass der sich so leicht geschlagen geben wird hier, oder? Das wäre dann schon ein bisschen zu leicht, vor allem, weil wir uns hier gerade mal in der ersten Folge des vierten Teils befinden. Come on.
Ich glaube, Papa wird sauer. Aber lass das einfach mal den Papa machen. Ich habe gehört, der Papa macht das gut. Muss ich die kaputt schießen vielleicht? Kann ich auf jeden Fall kaputt, ja, kaputt schießen. So. Ah, und dann bricht er hier zusammen. Schön. Dann gibt's jetzt aufs Maul. Oh, er hat uns. Wenn wir den Yasha nicht hätten, ne? Und dann gleich nochmal hier. Oh, und jetzt treibt er uns weg von sich. Aber. So einfach mache ich dir das nicht, mein Freund. So, hier Spam der Heavy Attacks. Solange wir gerade hier vorne sind. Aua. Der Yasha liegt schon wieder am Boden. Der faule Sack. Oh, jetzt haben wir wieder hier. Oh, das ist aber jetzt. Aua. Na komm, hier. Na, kaputt schießen. Au. Aua. Okay, wenn ich springe, dann zieht er automatisch. Das ist gut zu wissen. Und da sind wir schon wieder weggeschubst. Oh, aua. Das nervt ein bisschen. Wow. Wow. Au. Au. Wow. Mann. Aua. Leute, der mobbt mich. Finde ich nicht gut. Immer dranbleiben, immer draufhauen und da haut er uns schon wieder weg. Aber wir sind schon wieder da. Wir sind lästig wie eine Scheißhausfliege, das sage ich dir. Schon wieder da. Haha. Du hörst mich nicht. Los. Ach, jetzt kommt das wieder. Yasha. Ich habe das nicht versaut. Und ich verbiete mir solche Unterstellungen. Ich mag den Kerl nicht. Der sieht gar nicht so aus, als ob er sich auch nur ansatzweise anstrengt. Der steht einfach nur da und schießt so ein bisschen auf uns. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie bleibenden Schaden verursachen. Sag mal. Einfach mal hinter ihn gehen. Oh Mann, jetzt treibt er uns hier schon wieder weg. Ups. Oh, ups. 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 Und dann gibt es einmal. Wollte ich nicht hinter ihm? Hinter ihm kriegt er uns nämlich nicht so leicht, habe ich das Gefühl. Und da ist wahr. Unsere Wut auf Maximum. Das ist gemein.
It's too much power. Your body will... The only one who can save this world. Oh Mann. Mithras Unterbewusstsein. Die Goma. Aber warum? Vlitra wurde besiegt. In der Tat. Die Quelle der Goma wurde besiegt. Deshalb sollten eigentlich keine weiteren Goma erscheinen. Aber letztendlich ist es nur meine Manipulation der Wut des Planeten. Meine Schöpfung. Wenn ich mich dazu entscheide, kann ich so viele Goma erschaffen, wie ich möchte. Mehr braucht es dazu nicht. Warum würdet ihr das wollen? Um meinen Erben zu finden. Denjenigen, der statt meiner diese Welt anleitet. Warum lasst ihr uns nicht einfach in Ruhe? Wir haben endlich Frieden gefunden. Euer Friede ist nur ein flüchtiger Moment in der ewigen Spanne des Lebens. Es muss jemand erwählt werden, der eure Art auf den rechten Pfad führen kann. Wenn dies ein flüchtiger Moment ist, warum lasst ihr uns ihn dann nicht auskosten? Es ist mein Schicksal, als das eine Wesen, das über Macht verfügt. In diesem Fall wird eure Macht nicht benötigt. Nicht benötigt, sagst du. Dein kostbares Mantra, geboren aus Gebeten und Seelen, wurde dir von niemand anderem als mir verliehen. Geht das Rad des Lebens, das ich kontrolliere, verloren,
geht auch das Mantra verloren. Was denkst du, wird dann mit deiner Art geschehen? Deine Art wird dann zu normalen Sterblichen. Und das ist noch nicht alles. Dein Vater, dessen Lebenskraft ausschließlich auf dem Mantra der Wut basiert, würde zu existieren aufhören. Ruh dich jetzt aus. Wenn du das nächste Mal erwachst, wirst du neben deinem Vater sitzen, der meinen Platz als Gott deiner Welt eingenommen haben wird. Vater. Chakra Vartan. His power is unimaginable, and he sends Asura and Yasha falling towards Gaia. But the battle is far from over. Asura's body is at its limit, no longer able to contain his own wrath. Yasha searches for a way to awaken him.